So, da wären wir wieder. Wir haben uns erfolgreich eingebunkert, also hoffe ich zumindest. Jetzt wollte ich noch testen, wie das mit den Goblins war. Also letztes Mal hatten wir ja zwei Goblins runtergeschmissen. Einer wurde aufgespießt und schwer verletzt und der andere hat keinen Kratzer davon getragen. Das war extrem kurios. Deswegen möchte ich das Ganze jetzt nochmal wiederholen. Dich verbieten wir wieder. Dich lassen wir offen, das ist okay. Und jetzt schmeißen wir nur einen Goblin runter. Und danach schmeißen wir nochmal einen Goblin runter. Und danach schmeißen wir nochmal einen Goblin runter. Dadurch will ich testen, ob wirklich sie jedes Mal einen Fallschaden bekommen, wenn es halt nur einer ist. So, also Shift P. Suchen wir uns einen x-beliebigen Goblin raus. Du bist der Glückliche. Und lassen das Spiel aber weiterlaufen. So, muss ich auch nicht hingucken, denn der wird irgendwann runtergeschmissen und wir können dann nachvollziehen anhand der Teile, die unten liegen oder nicht liegen, wie das gelaufen ist. So, ich wollte noch einen Stockpile für Knochen machen. Oder hatte ich das schon hier unten? Ich glaube, das hatte ich schon. Ah, da ist einer von den melancholischen Händlern. Das wird nicht gut enden. Hier ist ein riesiger Stockpile für Möbel. Und hier war der für Knochen. Ja, das haben wir also auch schon gemacht. Nächster Punkt, der Brunnen. Das haben wir immer noch nicht gelöst. Jedenfalls, wenn ich das richtig im Blick habe. Wo ist unser Brunnenschacht? Da ist unser Brunnenschacht. Also K. Hier geht der Brunnen runter. Hier ist der Open Space und hier ist immer noch der Pile of Mud. Daran müssen wir also auch noch arbeiten. Wir können das zwar im Notfall benutzen, aber die Zwerge können davon krank werden. Das muss ja nicht sein. Stopp. Wie kommen die Zwerge jetzt hier wieder runter? Hier war ein Gang runter. Hier lang. Nee, hier war kein Zugang. Niam, 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 niam. Hatte ich hier nicht einen Weg wieder hochgebastelt? Also hier ist er damals runtergekommen, hat sich dann hier durchgefräst und ist dann außenrum wieder rein. Das würde ich ungerne. Also der Troll ist zwar nicht mehr da, aber die Türen sind aus einem ganz guten Grund zu, denn es können ja immer noch Spähtrupps der Goblins hier rumschwirren, ohne dass wir es sehen. Also müssen wir noch einen Zugang nach unten irgendwie hinbekommen. Das heißt, es würde sich anbieten, entweder die Goblin-Falle weiter runter zu bauen und da den Zugang zu haben. Ah, wie machen wir es am besten? Also wir könnten hier zum Beispiel einen ganz langen Korridor machen. Mit mehreren Türen und Fallen und was weiß ich. Wobei wir die Tür immer geschlossen halten, dass wenn wir Goblins runterschmeißen, sie nach da rauslaufen und in die Fallen rein. Und so könnte denn jederzeit, wenn gerade kein Goblin runtergeschmissen wird, ein Miner hier durch in das Höhlensystem, da dann ganz kurz rumwursteln am Tunnel, am Brunnen. Und danach wieder zurück. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Das müssen wir aber erstmal warten, ob das mit dem Goblin geklappt hat oder nicht. Und hier sehe ich jetzt lauter Blutspritze, aber ich weiß nicht, ob das von dem alten oder von dem neuen Goblin kommt. Ich hätte doch da bleiben sollen und zugucken, wie das passiert. Sehe ich vielleicht irgendwo durch Zufall auf der Treppe ihn gerade runterlaufen? Da sind unsere ganzen Goblins. Und ein melancholisches Jack und Händler. Oh, und da ist immer noch ein Zwerg eingesperrt. Das kann doch nicht sein. Ich habe doch schon zweimal Leute rausgeholt. Käfig. Käfig dahin. X. Und da ist ein Zwerg im Käfig. Und der Geist ist immer noch da. Obwohl wir die Stone Slabs eigentlich gebaut haben. Das müssen wir eventuell gleich auch nochmal überprüfen. Und Pankolos hat sich an sein Stahlschild gewöhnt. Ja, schön. So, Assign, du raus da. Dann runter zu unseren Masons. Nein, zu unser Crafts Dwarfs Workshop. Engrave Memorial Slab. Für den Hammerzwerg.
Der Rest ist anscheinend schon beerdigt. Ja. Weiterlaufen lassen und auf die Nachrichten achten. Katzenbabys. Katzen sind keine gute Nachricht. Also weil die halt ihre Herrchen selber aussuchen. Aber keine Fehlermeldung wegen dem Job hier. Wir haben 28 Leute, die nichts zu tun haben. Das heißt, der Engraver oder der Stonecutter müsste eigentlich meckern, wenn es nicht klappt. Aber warum kommt er da nicht? Hier unten werden Wooden Bowls hergestellt. Das macht ein anderer Zwerg. Oh, da kommt einer. Sehr schön. Und erledigt. Das heißt, der Zwerg da, das Geistingwesen, müsste bald verschwinden. Oder mussten wir noch irgendwas mit den Stone Slabs machen? Es kann sein, dass wir die irgendwo hinstellen müssen. Das probiere ich mal aus. Neben unserer Reihe von Särgen können wir jetzt eine Reihe von Stone Slabs aufbauen. Kein Burial Receptacle. Das wäre nämlich ein Sarg, sondern... Wie könnte das heißen? Ein Slab. Der kommt mal hier hin. Und das sind alles ganz normale Granit Slabs. Das sind keine Engraveden. Steht doch nirgendwo der Name von dem Zwerg hinter oder irgendwas in der Richtung. V. Granit Slab. Description. Da steht nur, wer es hergestellt hat. Aber nicht für wen es ist. Na gut, gucken wir weiter runter. Vielleicht ist denn irgendwo anders noch was davon. Siege Workshop, Furnace. Nö. Okay. Noch eine Sache, die ich im Hinterkopf behalten muss. Ob der Geist irgendwann verschwindet, jetzt wo wir das Ganze aufgeschrieben haben. Wenn nicht das Ganze in ein, zwei Folgen passiert ist, dann müssen wir nochmal gucken, was man daran drehen könnte. Hier unten in dem Goblin-Todesraum sehe ich keine neuen Teile. Also wurde der Goblin entweder schon runtergeschmissen, als ich das letzte Mal geguckt habe, also davor, oder immer noch nicht. Gucken wir uns mal die Zone an, ob da noch jemand zugeordnet ist. Du, Shift P, tipp, 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 nö, nicht mehr zugeordnet. Okay, machen wir unten die Tür auf und fangen mit unserer Buttelei an. So. Und da keine der Käfigfallen ausgelöst wurde, ist der Goblin anscheinend direkt gestorben. Was ja auch ganz praktisch ist. So, hier wollten wir lang buddeln. Bis da, sagen wir mal. Und dann da runter. Obwohl. Sicher ist sicher. Erstmal nur bis hier. Dann stellen wir da ganz viele Fallen rein und zwei Türen. Und dann kann er weiter buddeln. Und währenddessen darf der Rest der Zwerge hier erstmal sauber machen und die ganzen Sachen einsammeln. So. Und ein Hundebaby, sehr schön. Oh oh. Ixelpaw has risen and is haunting the fortress. Also wir haben jetzt noch einen Geist. Wo bist du? Dich hatten wir doch schon. Warum kommst du jetzt? Das ist jetzt komisch. Also diese Nachricht habe ich vorher nicht gesehen, aber es kann sein, dass ich einfach übersehen habe. Also entweder ist jetzt noch ein anderer Zwerg, der zum Geist geworden ist. Aber da es fast genau an der gleichen Stelle ist, wenn nicht sogar genau die gleiche Stelle, wage ich das irgendwie zu bezweifeln. Also hat das mit dem Memorial Slab irgendwie nicht geklappt oder ist das normal so? Fragen über Fragen. Ich mache einfach mal noch einen. Oh, wie hieß der? Der hieß Ixelpaw. Das sieht man hier aber nicht. Wie hieß er richtig, in Anführungszeichen? Onol... Onol Atop. Onol Atop. Onol Atop. Onol Atop. Onol da. Ist ein Geist. Der Slab ist bereits engraved. Ha. Das ist jetzt komisch.
Vielleicht will er trotzdem noch seine Überreste irgendwie nach Hause gebracht bekommen. Aber wir haben eigentlich alle hier draußen eingesammelt. Na gut, abwarten. Wir müssen bei viel zu vielen Sachen abwarten. Also wir warten ab, dass die Händler irgendwann durchdrehen und uns angreifen. Wir warten ab, dass unten der Zugang zum Brunnen gebuddelt wird. Und der wird natürlich nicht gebuddelt, weil er nicht mehr zum Burrow gehört. Oder warum? Den Alarm habe ich doch eigentlich ausgestellt. Militär, Alerts. Nee, habe ich nicht. So. Jetzt bitte weiter buddeln. So, aber irgendwas Produktives müssen wir diese Folge noch hinbekommen. Also setze ich mal ein paar Bodenplatten. Dim, 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 dim. Hier. B, C, Floor. Das ist zu viel. So, Granitblöcke, 99 Stück. Mal gucken, wie lange die 99 noch da stehen bleiben. Sind es immer noch 99? Graphit, Limonit, schon wieder viel zu weit weg. Granit. Ja, doch, da waren wir fleißig. Alles zu kleistern. Oh, und da ist schon wieder was im Raum drin. Ja, das ist echt ein nerviger Side-Effekt von den unterirdischen Tunneln. Also klar, es ist praktisch, dass man dann indoor, also in der Festung selber Holz bekommt und auch Früchte und so weiter. Aber dass es halt so unkontrolliert ist und sofort überall. Also es wäre ganz praktisch, wenn sich das von dem Höhlensystem aus dann nach oben ausbreitet. Und man diese Ausbreitung irgendwie eindämmen könnte. Aber das ist wahrscheinlich zu viel verlangt. Da gibt es noch ein paar wichtigere Sachen, die gefixt werden sollten. So, Granitblöcke. Da. Das soll auch erstmal reichen. Türen sind noch alle zu. Was macht unten... Unser Zugang. Haben wir genug Mechanismen? Also erstmal brauchen wir eine Tür. Da. Dann brauchen wir eine Tür. Eigentlich da. Und wir brauchen ganz viele Fallen. Und dann nehmen wir Käfigfallen, weil das ja quasi Instant-Totfallen sind. Oh, und wir dürfen auf keinen Fall aus Versehen unser Artefaktmechanismus verwenden. So, gleich nochmal. Chert, nochmal. Chert, nochmal. Chert. Noch Käfige müssten wir eigentlich haben. So, jetzt können wir schon fast eine ganze Invasion aus dem Untergrund in Käfige stecken. Das sollte vorerst reichen. Zumal in Vanilla Dwarf Fortress, glaube ich, von unten keine richtigen Invasionen kommen können, sondern nur diese Forgotten Beasts, also so eine Drachen oder ähnliche Wesen. Aber keine riesigen Armeen von Goblins oder anderen Viechern. Hoch, 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 hoch. Was haben wir noch auf Vorrat? Wir haben noch jede Menge Statuen. Ist jetzt Gerugon zufrieden? Oh, Gerugon ja, Pankolos nein. Ich habe nämlich ganz vergessen, dass er jetzt der Anführer ist. Also braucht er natürlich auch gleich wieder einen Raum. Dann kriegt er doch mal den Raum hier. Pankolos. Pankolos. Und Pankolos. Er soll sich jetzt nicht davon irritieren lassen, dass hier schon zwei andere Zwerge vor ihm drin gewohnt haben. Kurzfristig drin gewohnt haben. Aber er scheint zufrieden zu sein. Das ist doch gut. Oh, und ich habe vergessen, den Befehl aufzuheben anscheinend. S-Shift-A. Oh. Die hocken nämlich immer noch alle da, wo das Pferd war. Und hier ist alles blutbespritzt. Ist das da immer noch der Zahn? Das sind Hunde-Babyknochen. Nichts Neues hier, außer noch ein Puppy. Und jetzt ist das doch da, zweites. Ja, langsam scheinen die wieder Kinder zu bekommen. Das ist schon mal eine sehr gute Nachricht. Was sagt unsere Übersicht? Wir haben... Wow. Jede Menge Puppies. Wie habe ich das übersehen können? Also erstens müssen die Katzenbabys leider alle sterben. Und diese Meerschwein-Schweindinger kommen jetzt auch mal alle weg. Die stören nur, die bringen fast gar nichts. So, Kitten, 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 alle weg. Pferdefohlen kann auch weg. Die Riesenratte
Kommt auch weg. Damit sich da keiner vor ekelt. So, und wo sind jetzt die die Elternschweinschweine? Hier oben. KV, Bor und So. Die kommen auch alle weg. Oh, unser Peregrin-Falk ist endlich trainiert. Der war ja vorher immer so semi abgerichtet und ist immer wieder ausgebüxt. Jetzt scheint er abgerichtet zu sein. Wozu auch immer wir das brauchen. Katze kommt weg. Noch so ein KV-Dingens kommt auch alles weg. Honey Badger. Die kommen auch mal alle weg. Die scheinen sich auch recht schnell zu vermehren. So. Und da haben unsere Schlachter doch erstmal eine Weile zu tun. Aber speichern wir erstmal kurz ab. Und wir sehen uns gleich wieder.